Stimme Schiss, ahoi! Mein Name ist Easy Cheesy und damit herzlich willkommen zu einem brandneuen Video. Weg, du Zombie! Lass uns in Ruhe, wir wollen hier unsere schöne Anmoderation machen und hello, Levi, guten Tag, moin! Na du, hi, hi, wir klären erstmal den Chat, hier ist alles vollgespammt, schon wieder. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir befinden uns an einem neuen Tag in der Provinz of Wynn. Und auch an diesem Tag haben wir einige coole Sachen zu tun. Zum Beispiel zu klären, was das hier für ein mysteriöser schwebender Block ist. Eine mysteriöse P. Potato, jetzt sehe ich es richtig. Eine mysteriöse Kartoffel steht da, also die da irgendwie fliegt und da ist eine Blume drin, die aus ihr wächst und unter ihr ist Gras und keine Ahnung, was das hier schon wieder ist. Aber Levi hat es entdeckt und er findet es scheinbar ganz faszinierend. Ja, Freunde, wir haben auch was richtig Cooles entdeckt. Das können wir gleich mal mit Levi handeln. Komm mal her, trade mal kurz mit mir. Genau, man kann nämlich hier auch handeln und da wir ja kein Leder tragen. Ich will kein Fleisch. Nimm das Fleisch raus. Nimm das Fett. Dankeschön. wow. da wir nämlich eine legendäre Chestplate gefunden haben. Oh, du gibst mir sogar Emeralds dafür. Ja, das finde ich äußerst fair, Freunde. Die ist nämlich, wie ihr sehen könnt, tatsächlich türkis und die ist ultra gut. Level, oh, schnell weg, hier ist ein Zombie. Level 4 bis 8, eine Chestplate, eine Brustplatte, also die wir nicht benutzen werden. Aber der Levi, der kann sie aber nutzen, sonst wäre das ja hier Verschwendung. Genau, und die haben wir gefunden und die darf er dann sehr, sehr gerne behalten, meine Freunde. Ja, wir hatten ja in der letzten Folge gesagt, da sind wir ja bis hierher gekommen und haben mit dem Bruder von dem lieben Ensign gesprochen, der nämlich in Ragni stand und sagte, hier, der schenkt uns was. Und der hat uns auch ein Powder geschenkt. Und was machst du? Du gehst kurz identifizieren. Okay, ja, ja, geh identifizieren. Alles gut. Also, der hat uns ein Powder geschenkt und wir können nämlich jetzt zusammen in diesen Wald gehen und dort soll angeblich ein Puder-Identifizierer sein oder sowas. Nee, ich weiß gar nicht. Ein Puder irgendwas, der uns das Puder auf eine Waffe macht und dann wird die Waffe stärker. Aber ich glaube, das ist bei unserem Zauberstab, den wir gerade haben, echt nicht nötig, weil der ist nämlich noch echt ziemlich schlecht, Freunde. Wir finden einfach keinen guten Zauberstab. Den hier können wir auch noch nicht benutzen. Das ist alles nicht unseres hier. Ja, Freunde, wir müssen auf jeden Fall in der heutigen Folge jetzt in diesen Wald gehen und mal gucken, ob hier Level 15 Zombie. Level 15, weg, 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 weg. Der ist einfach Level 15. Der ist einfach Level 15. Wieso macht denn hier ist doch irgendwo ein Verteidiger? Hallo? Warum verteidigt der nicht? Guckt mal, der steht da. Das ist ein danke, Levi ist da, er ist wieder da, er ist wieder da. Oh Gott sei Dank. Dankeschön, du hast mich da auf jeden Fall gerettet. Ist sie gut, die Chestplate? Blessed Wrappings heißt, sie ist eine Level 5er Chestplate und die macht 4% XP-Bonus und gibt dir ganz viel Health. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Levi, bitte stirb nicht. Bitte stirb nicht. Alter, was war das denn hier gerade? Das gibt's ja gar nicht. Okay, sie sieht gut aus. Auf jeden Fall eine legendäre Chestplate. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in den Wald. Ich hoffe, Levi kommt mit. Schnallt er das? Kannst du mich heilen, bitte? Ja, nur weil du gerade in der Zombie-Horde standst. wir haben ihn mal zweimal geheilt. Dann können wir auf jeden Fall, ist er auf jeden Fall sehr, sehr heil. Okay, Freunde, wir sind jetzt hier in dem Wald und hier sind eine Menge fürchterlicher Zombies. Aber wir wollen schließlich zu dem Pudermenschen. Oh Gott, wir müssen echt aufpassen. Hier sind überall Spinnen. Ich hoffe nicht, dass wir da sterben und ich hoffe auch nicht, dass der Levi stirbt. Wir müssen, glaube ich, ganz schnell hier durch diesen Wald durch und erstmal gucken, ob wir hier irgendwo in Sicherheit kommen. Das ist ja der Wahnsinn. Überall Spinnen. Hier ist schon wieder so ein Verteidiger, der aber wahrscheinlich auch nur irgendwie rumsteht und nichts tut. Zum Glück tötet ihr hier ein paar von diesen Spinnen. Die sind nämlich auch nicht gerade einfach zu besiegen. Überall. Überall und Level 15 Zombie. Wir sind doch erst Level 5. Was will hier ein Level 15 Zombie? Komm, ich heile uns nochmal, Freunde. Okay. Da vorne steht ein NPC. Der Hattat heißt der. Okay, dann reden wir mal mit ihm. Der Hattat sagt, hallo junger Reisender, ich sehe, dass du eine Challenge suchst. Ich habe eine für dich. Ich suche Saccharum. Drei Saccharum sind in dem Käfig da unten, wo die ganzen Spinnen sind. Wenn du mir sie bringst, dann kriegst du was dafür. Okay, machen wir doch gerne, sehr, sehr gerne. Dann haben wir hier auf jeden Fall eine kleine Quest gerade gefunden. In diesen Käfig, sage ich mal, da unten soll man scheinbar reingehen und da irgendwas rausholen für ihn. Ich würde sagen, Levi, wollen wir rein? Bist du damit einverstanden? Oh mein Gott, hier ist schon wieder irgendeine Spinne. Alter Falter, das gibt's doch gar nicht. Hier sind scheinbar eine ganze Menge eine ganze Menge Spinnenfreunde. Und ich hoffe, dass der Levi jetzt mir auch hilft. Der steht da irgendwie gerade rum. Ich weiß nicht, ob wir das schon schaffen. Ja, das weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Aber wir versuchen das, oder? Levi, wollen wir das versuchen hier bei den ganzen Spinnen?
Es kann natürlich sein, dass es jetzt hier irgendwie nach hinten losgeht. Wenn wir sterben sollten, dann werden wir ja sehen, was passiert. Oh Gottes Willen. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Nein, nein, nein. Wir sind gleich tot. Wir sind gleich tot. Wir sind Level 6. Wir sind Level 6. Wurden geheilt. Und wir sind tot. Ha. Ja. Gut. Das Flavie ist auch tot. Oh nein. Du bist auch gestorben. Das gibt's doch gar nicht. Komm, ich heil uns. Wieso kann ich uns nicht heilen? Da... Es geht nicht. Es geht nicht. Ich darf... Jetzt geht's. Okay. Freunde, wir sind gerade gestorben. Das gibt's doch gar nicht. Weil wir keine Rüstung tragen, wahrscheinlich. Weil wir das nicht wollen, weil es halt Leder ist und dafür Kühe sterben müssen. Und weil wir einfach nur nicht Level hoch genug sind. Okay. Levi, was hältst du denn davon, wenn wir hier in der Gegend von Ragni nochmal ein paar Quests machen und nicht irgendwie nach da rennen und da irgendwie... Entschuldigung, Sir, ich wollte sie nicht schlagen. Ich würde sagen, wir gucken uns einfach hier in der Stadt nochmal so ein bisschen um, Freunde. Denn wir haben ja noch eine ganze Menge andere Quests zu erledigen. Wir gucken mal in unser Questbook rein. Wir haben gerade die Quest gestartet, Spider Cave. Das war eine Quest, da waren sehr, sehr viele Spinnen und die war sehr, sehr gefährlich. Aber ich habe keine Lust, schon wieder zu sterben. Deswegen würde ich sagen, wir gucken mal, dass wir eine andere Quest beginnen. Diese Quest hier scheint eigentlich relativ nah in der Nähe... Nah in der Nähe, wow. nah zu sein. Ich glaube, wenn wir in die Richtung gehen, dann könnten wir tatsächlich Glück haben. Wo ist Levi hin? Da vorne, Levi mag Emma. Der ist da hinten. Ich frage mich, ob die beiden noch ein Pärchen sind. Wollen wir ihn mal fragen? Warte mal. Warte. Ja, genau. Bist du noch mit Emma zusammen? Seid ihr noch ein Paar? Levi, das würde mich mal interessieren, ob die beiden noch ein verliebtes Pärchen sind. Das waren sie nämlich in Minecraft Maus. Ja, bist du? Oh, wie süß. Ist ja niedlich. Oh, das freut mich für euch. Schön. Levi ist scheinbar noch mit Emma zusammen. Ja, da freut er sich auch. Sehr gut. Okay, ich frage mich, ob wir Emma vielleicht auch mal hier auf dem Server treffen. Das wäre doch cool, wenn Emma hier auch mal irgendwie auftaucht. Die habe ich nämlich leider noch nicht gesehen. Ich hoffe, dass wir die mal treffen. Was bist du? Du bist Level 6. Das ist in Ordnung, Freunde. Level 6 können wir auf jeden Fall managen. Level 6 Zombies sind besser als Level 15 Zombies. Das geht ja wohl gar nicht hier irgendwie am Anfang. Direkt Level 15 Zombies zu töten, das ist nicht so unser Ding. Okay, wir schauen mal weiter, ob wir hier vielleicht irgendwo diese Quest finden, die wir finden sollen. Das muss ja hier in der Nähe irgendwo sein. Genprest steht da vorne, ein NPC. Vielleicht beginnt ja hier sogar... Alter, hat hier gerade jemand was durch die Luft geworfen? Da ist eine Truhe. Levi holt sich eine Truhe. Okay, geh weg hier, du doofer Zombie. Okay. Wir reden mal mit der lieben Genprest. Ich hoffe, dass Levi auch gleich herkommt. Dann können wir das nämlich auch hier zusammen machen. Und dann... die spricht uns sogar schon an. Hallo Soldat. Schönen guten Tag. Wir warten seit Monaten auf Hilfe. Es sieht so aus, als wenn etwas den Gang dort hinten versperrt. Und niemand möchte diese Arbeit machen. Ja, wenn du dir die Hände schmutzig machen würdest, könntest du mir assistieren und die Blockade wegmachen, um den Eingang wieder frei zu machen. Okay, ja, sehr gerne, sehr gerne. Wovon redet sie denn? Was für ein Eingang? Also, wo sollen wir jetzt hingehen? Genprest, kommst du mit? Hat sie nicht gerade gesagt, sie kommt mit uns irgendwie mit? Hier ist es auf jeden Fall verschlossen, das Tor dieser Dungeon, aber der ist auch erst für Level 9. Da können wir also noch nicht reingehen. Von was für einer Blockade redet sie denn? Da oben geht es auch irgendwo hin, da können wir mal reingucken, ob es da nämlich ist. Denn diese Quest hier, die kenne ich noch nicht. Die wurde tatsächlich hinzugefügt scheinbar nach dem riesen Update, die dieser Server, wie auch immer, Server hatte. Und deswegen gehen wir jetzt mal hier lang und schauen uns mal um. In der Hoffnung, dass wir hier richtig sind. Hier ist auf jeden Fall ein schwarzer Tunnel. Ha. Oh, da ist Genprest! Und die ist sogar zweimal da. Warum steht die da zweimal? Oder bin ich... Brauche ich jetzt hier... Hä? Keine Ahnung. Okay. Es scheint scheinbar loszugehen. Wir müssen jetzt hier reingehen. Unser Questbook wurde geupdatet. Und wo kommen wir jetzt hin? Alright, hier sind wir. Levi ist da. Und Genprest, bist du auch mit da? Bist du auch am Start? Nee, die kommt scheinbar nach. Okay, Genprest braucht noch eine Minute. Die kommt gleich nach. Hier sind irgendwelche... Oh Gottes Willen, Hilfe! Irgendwelche starken Monster sind hier schon wieder. Und da war auch irgendwas Komisches. Okay, ich hoffe mal, dass Levi und ich das hier schaffen und nicht wie beim letzten Mal schon wieder sterben gehen oder sowas. Das muss wirklich nicht sein. Wir geben einfach unser Bestes hier und versuchen, das Königreich hier weiterhin von Monstern zu befreien, Freunde. Denn genau das ist... Alter, Levi, du drängst mich hier runter. Genau das ist nämlich unser Ziel, das Königreich hier sicher zu machen von Monstern und natürlich auch ein hohes Level zu bekommen und stark zu werden. Das hoffe ich mal, dass wir das hier schaffen werden.
würdest du weitermachen. Wir sind auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Klasse als Mage und von daher bin ich da sehr, sehr zuversichtlich. Da ist Gen Press, irgendwie habe ich, ich weiß nicht, die ist doch hier immer zweimal, oder nicht? Ich habe die Blockade gefunden, sie ist genau vor dir. Hier ist ein kleines explosives Item, du kannst es auf die Blockade legen und dann sollte es funktionieren, okay. Sie hat eine Blockade gefunden, die genau vor uns ist. Ich glaube mal, wir müssen hier irgendwie so eine Art Jump'n'Run machen oder sowas. Wenn wir hier nach oben gehen, das scheint ja hier zu funktionieren und lang zu gehen. Und dann hier rüber und hier ist TNT. Meinst du, wir sollen mit dem Ding hier raufklicken oder... Okay, das scheint funktioniert zu haben. Hier ist Wasser und wir schwimmen im Wasser. Der ganze Gang wird hier überflutet. Irgendwie ist Levi hier auch gerade da und mit seinem... Oh mein Gott, und jetzt ist es dunkel? Wo sind wir jetzt? Scheinbar ist das Wasser hier hinter uns irgendwie runtergegangen und jetzt sind wir in einem weiteren Raum und da sind noch mehr gruselige Monster. Da sind irgendwelche kleinen Silberfische und was ist da? Irgendwie so ein komisches Skelett oder sowas? Okay, wir werden diesen Raum einfach mal durchqueren und mal gucken, wo wir rauskommen und was wir hier zu erledigen haben und was das überhaupt hier für ein Auftrag ist, den wir gerade erledigen. Wo wollen wir denn lang gehen? Ich glaube, das sieht eigentlich ganz gut aus, der Weg da vorne. Was steht da? Alter, irgendwas passiert hier. Oh mein Gott. Hilfe, Levi, bist du da? Okay, Levi ist da. Sehr gut, okay. Hat er was gedroppt? Hat er... Ah, du musst einen Skull in den Hopper machen. Du musst also einen Kopf in diesen Trichter machen. Hast du einen? Ich glaube, ich habe auch einen. Warte mal, ich mache auch mal einen rein. Vielleicht kommen wir dann... Wir kommen beide durch. Sehr gut, okay. Dann sind wir jetzt auf jeden Fall schon mal weitergekommen und sind im nächsten Raum. Und auch hier gibt es wieder was zu erledigen. Hier hat doch eben gerade was geglitzert. Hier glitzert irgendwas. Hier glitzert das Wasser so. Diese Säule sieht sehr unstabil aus, steht da. Okay, sollen wir da mal klicken oder so? Vielleicht wie beim Baum. Ja, tatsächlich. Da ist auf jeden Fall die Säule gerade runtergekommen. Vielleicht können wir ja darauf springen. Sehr, sehr interessant. Okay, Freunde, hier ist irgendwas gerade zusammengebrochen. Oh mein Gott, und wir sind runtergefallen. Wuhu, nice. Okay, wir versuchen es nochmal, ohne runterzufallen. Vielleicht dieses Mal. So, hier rüber, hier rum, hier rauf auf die Kerze. Und oh mein Gott, und das ist wieder weg. Nein. Ich glaube, die Säule hat sich wieder aufgestellt. Wir waren zu langsam, Freunde. Wir waren einfach zu langsam. Levi ist schon am Ende, nicht wahr? Oh, du bist schon wieder runter. Du bist aber nett. Du bist aber ein lieber Pinguin, dass du hier bei mir bleibst. So, da ist das Ding wieder unten und wir versuchen das Ganze noch einmal. Okay, da vorne müssen wir direkt hin und dann jumpen wir los. Ich hoffe, dass wir es dieses Mal schaffen. So, hier an der Seite vorbei, okay. Ich folge ihm mal genau so, wie er springt. Hoffentlich schaffen wir das. Darauf. Oh mein Gott. Und hier hoch. Okay, okay, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Freunde. Und ich glaube, wir sind hier im nächsten Raum. Hier ist es ziemlich dunkel gerade geworden. Irgendwie kann ich nicht so viel sehen. Befreie mich, steht im Chat. Irgendjemand möchte befreit werden. Und hier ist irgendwie so ein schwarzer Durchgang. Da gehen wir mal rein. Was für ein komisches Geräusch. Es klingt, als wenn Wasser läuft. Was passiert? Okay, Baby, ich komme dir hinterher, Levi. Ich bin da. Hier lang. Ich folge dir. So, haben wir es... Nein! Wir sind ins Wasser gefallen, steht da. Wir müssen warten, bis das Wasser wieder weg ist. Ach so, hinter uns kommt Wasser. Ich glaube, Levi hat es geschafft. Ach so, wir sollen... Ah, hier ist was gebrochen. Okay, okay, wir müssen uns beeilen, Freunde. Wir müssen uns beeilen. Wir schaffen das. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Schnell hier lang und darüber und hier. Okay, Levi, ich bin da, ich bin da. Das Wasser, da kommt das Wasser. Da kommt das Wasser. Und Gen Price ist auch wieder da. Sehr gut, okay. Sogar zwei, die ist doch zweimal da. Ich weiß es nicht, vielleicht, weil wir zwei Personen sind oder sowas. So, was sollen wir jetzt machen? Was hast du für Anweisungen für uns? Oh mein Gott, du bist am Leben. Es sieht aus, als hätte ich dich unterschätzt. Ja, ja, wir sind schon ganz gut, würde ich sagen. Ja, du solltest das explosive Ding noch haben. Ja, oh mein Gott, was hast du denn getan? Das zündet Levi einfach TNT genau vor mir. Die Tür wird gesprengt. Nice, wir haben es geschafft. Levi, wuhu, schlag ein, mein Freund. Wir haben die Tür geöffnet. You are now, wir sind draußen aus dem Dungeon. Cool.
Sehr, sehr gut, Freunde. Okay, dann haben wir uns scheinbar gerade den Dungeon hier freigeschaltet und die Tür geöffnet, damit wir diesen Dungeon machen können, der aber erst Level 9 ist. Deswegen können wir das jetzt gerade noch nicht tun. Es ist auch Nacht geworden in der Provinz of Wind. Das bedeutet, der Levi und ich, wir gehen jetzt erstmal schlafen, würde ich sagen. Und gehen dann jetzt zurück nach Ragni und legen uns ins Bett. Ne? Was hältst du davon? Das ist doch eine gute Idee, okay? Ja, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt zurück nach Ragni. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hoffe, die Folge von Minecraft, Minecraft, wie auch immer, hat euch mal wieder gefallen. Wenn ja, und wenn ihr noch mehr Folgen davon sehen möchtet, lasst auf jeden Fall ein Like da, das würde mich sehr freuen. Und ich hoffe, dass euch der Modus auch so gut gefällt wie mir. Meine Freunde, wir sehen uns auf jeden Fall morgen im nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag und hasta la pasta!